It's the final few seconds before the lights go out, and the race to the podium begins. You know this battle will be won off the track as well as on it. You've studied your tactics, anticipated every move like a grandmaster. You've researched and analyzed, modified and fine-tuned to perfection. You have honed your instincts to give you an edge over your rivals. Your drivers, focused. Your team, ready. The championship in the balance. First past the checkered flag, the goal. Epic victory or ultimate failure. There is only a heartbeat between them. Motorsport Manager, take control. Yeah, take control. Und wir übernehmen diese Kontrolle. Und ich begrüße euch recht herzlich hier beim Motorsport Manager. Mit mir, dem P-Freak. Hallöchen, liebe Rooster. So. Ja. Ein Spiel, was super gelobt ist, wo ich keinerlei Ahnung habe, wie es funktionieren soll. Und ich einfach nur gespannt bin, was hier alles geht. Ich war kurz einmal drin, hab den Ton eingestellt. Ich hoffe, mein Rechner nimmt jetzt auch alles passend auf. Nicht, dass ich die Aufnahme nochmal machen muss oder so. Aber es sollte alles passen. Und ja, ich, ich starte eine Karriere. So. Sessionlänge. 30 bis 40 Runden im Schnitt. Nee, wir wollen eine kurze, also 12 bis 20 Runden, weil ansonsten werden die Videos halt zu lang und ich habe keinen Bock, das zu cutten und das... Ihr sollt ja auch was davon haben. So, Vorname. Kollege, das P ist, ist klein, ne? Genau, wir sind der P-Freak Rooster und wir haben am 1.1.90 Geburtstag. Finde ich halt ein schönes Datum. Ist nicht mein richtiges Geburtsdatum, aber ist ja egal. So, wir können uns eine Vorgeschichte. Ehemaliger Fahrer verdient in Gegenwart der Fahrer einen Moralschub. Fahrermoral plus 30. Erfahrung in Fahrzeugen hilft Entwicklungsdauer. Entwicklungsdauer minus einen Tag. Ah, nö. Bessere Preise. Oh. Regeländerung. Der sieht doch mal stylisch aus. So nehme ich den. Ja. Der Bart, mein Markenzeichen. Hehe. So trage ich ihn auch. Ja, Fahrermoral plus 30 sollte eigentlich ausreichen, ne? Also. Ja, komm. Stufe 1, Stufe 2. Wir fangen mal bei der European Racing Series an. Wir arbeiten uns von unten nach oben, los.
So, Druck hoch. Druck hoch, Druck hoch, Druck hoch, Druck mittel. Was sind das für Werte? Die kann ich mir natürlich nicht anzeigen. Ja, ich will nicht ganz hinten rum eiern. Ich will aber auch jetzt nicht hier das Superteam nehmen. Picken. Erwartetes Ergebnis, siebter Platz, reicht mir vollkommen. Was kann ich denn hier oben einstellen? Ah, okay. Weiter. Race Team China. Hoja. Das sieht nach einem sehr einfachen Kurs aus. Was muss ich jetzt machen? Es lädt. Okay, sechster oder besser und wir kriegen einen Bonus. Ah, willkommen beim Rennen. Ah, ich habe das Tutorial eingeschaltet. Stimmt. Oh, Glück gehabt. Nächstes Tutorial lernen Sie Grundlagen Motorsportmanager des 321-Shows. Ja, verstanden. Dies sind Ihre beiden Fahrer. Sie zum Sieg zu führen. Je besser Sie abschließen, desto mehr Punkte erhalten Sie. Holen Sie mehr Punkte als andere und gewinnen Sie die Meisterschaft. Okay. Fünfter und Zwölfter. Chu und Teng. Schauen wir an, welche Position der Fahrer einnehmen. Klicken Sie auf den gewünschten Fahrerporträt, um genau ihn zu sehen. Okay. Ah, okay. So kann ich zwischen den Fahrern hin und her wechseln. Super. Super, nachdem wir genau wissen, welche Stopp-Position da kann ich jetzt richtig losgehen. Richtig. Start the race. Und jetzt? Hilfe? Oh, schlechter Start hier. Yeah. Wir sind erfolgs... verwöhnt. Was ein sensationeller Start. Ey, die haben voll verkackt. Ich kann mit der Kamera spielen. Jawohl. Hier, beide schön im Blick. Warum hat der denn schon so abgefahrene Reihe? Ja, habe ich verstanden. Ja, habe ich auch verstanden. Habe ich auch verstanden? Strategie? So. Ah, okay, ich kann den Fahrstil und den Motormodi, also den Spritverbrauch. Okay, verstanden. Okay. Ah, okay. Ah, okay, ich kann hier...
Okay, da kann ich schnell laufen lassen. Ah, ich kann das auch über die Tasten machen. Sehr schön. Verstanden. So, ist Pause. Nochmal. 2, 3. Okay, wir gehen gemeinsame Schritte durch. Durchlesen. Okay. Stimp bezieht sich auf Hunde, Reifensatz nach Abschluss, wird eingetragen. Okay. Okay. Jedes Teilfahrzeug wert bestimmte Zusätze. Ja, das muss repariert werden. Okay, sicheren Stopp. Okay. Steht neben dem Fahrerporträt. Okay. Machen wir hier mal ein bisschen langsamer. So, tanken noch 16 Runden. Okay. Verstanden. Ah, Position 20. Standen. Okay. Gleiche Runde über eine halbe Sekunde langsamer Heißfahrer wird halt über 2. Okay. Okay.
Ah, darüber kann ich auch mit den Kameras schwenken. Oh, ich krieg neue Fenster. Alter Schwede, was krieg ich denn hier alles dabei? Okay. Es sieht nach Regen aus. Intermediates, alles klar. Okay, Treibstoff. Ja, wir führen das Ganze sicher durch. Okay. Box. Die Bodenhaftung. Fahrzeug lassen sich nicht mehr fahren. Okay. Box. Abbrechen. Nein, du geh... Doch, Box. Gehst auch auf Intermediates. Kriegst von mir auch Sprit für 8 Runden, noch 14 Runden. Teilezustand ist bei dir auch in Ordnung. Boxenstrategie auch sicher. Ja. Oh, der ist in der Box, holt sich neue Reifen. Und dann darf der nämlich auch pushen. So, alle gehen in die Box. Oh, 14. sind wir. Ah, okay. Erstmal liegt der Hand ruhig ein bisschen herum und Punkte. Was hat der Blitz? Schnelle Reaktion. Konzentration plus 2. Feedback. Ah, okay. Kein Fahrerboni. Hm, doof. Oh, 14. Der muss ein bisschen pushen, der Kollege. Okay, der möchte gerne Regenreifen haben, der Kollege. Dann kriegt er das, noch 12 Runden.
Dann kriegt er auch noch eine Runde Sprit. Go, go, go. Ach, du kriegst Sprit und dein Boxenstopp ist ausgewogen. Weiter. Yo, go, go. Stopp. Der Box. Der kriegt jetzt 8 bis 10 Runden halten die. Hat er für 7 Runden drin. 12 Runden sind es noch. Nein, der kriegt keinen Boxenstopp. So ist das. Verdammt. Oh Mann, das mit den Regenreifen war ein Fehler. So, den hier haben wir in der Box. Wir gucken mal, ob die Reifen jetzt halten. Der kriegt auf jeden Fall Treibstoff. Strategie sicher. Go und strategiemäßig fährst du bitte neutral und Benzinverbrauch mittel. Ja, du hast noch ein bisschen. Chris noch für 8 Runden. Teilezustand sieht gut aus. Rennstrategie. Alles klar. Klack. So. Und du fährst bitte neutral mittel. Das Ding dann auch. Zu Ende.
Verdammt. Weiter. Wie viele Runden habe ich noch? Das passt. Ja, komm, schnapp dir noch den 13. Na, Reifen sind kaputt. Ah. Oh, 18. 15. und 18. noch. Ja, und jetzt? Ja, es geht weiter. Okay. Oh. Ja, hier. Wechselwütig, würde ich behaupten. Wechselwütig. Drei Stups. Vier Stups. Okay. Ah, die am meisten haben drei Stops. Okay. Ja, wir haben zu früh gewechselt. Das war viel zu früh. Boah, klack, 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 klack. Wir sind auf Platz 9. Veranstaltungsdeck. Ah, hier, 22 Punkte gab's. Ja, dann gucken wir mal weiter. Wird Überprüfung? Ich kann gegen Sachen verstoßen? Okay. Ja, Unterziehvorgabe.
Schade. Weiter. Ah, willkommen zurück. Ich darf sogar... Achso, ich dachte jetzt, ich darf nur im Rennen was machen. Alles klar, ich darf da auch noch mehr machen. Ja, Leute, halbe Stunde haben wir jetzt. Ich mache für dieses Video heute Schluss. Aber es kommt noch eine Folge, garantiert. Und ja, ich weiß nur nicht wann. Ich gucke es mir an, wann ich es hochladen kann. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, meine lieben Rooster. Bis dahin, euer Pfiffig. Bye, bye.